Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Nevermind. Ja, da sind wir wieder. Wieder mit Shader. Ich find's gerade, muss ich einfach mal so sagen, voll ungewohnt mit Shader zu spielen, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ist das überhaupt der Shader, den wir das letzte Mal eingestellt haben? Warte mal. Ja, passt schon. Ja, so. Wir sind wieder hier. Haben mal wieder keinen Plan, was wir tun wollen. Ich habe jetzt gar nicht nach... Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht nachgeguckt, was wir eigentlich jetzt diese Folge machen wollten. Aber ich habe mir so zwischen den Aufnahmen, sage ich mal, ein bisschen Gedanken gemacht, was wir ja mal so machen könnten. Weil wir sind ja schon lange nicht mehr in andere Dimensionen gereist. Deswegen habe ich mir so überlegt, ich gucke jetzt einfach mal kurz, was wir überhaupt hier für Rampstones haben. Einfach, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Also Celeve war aber, das war dieses, ne? Clown-Dingsbums. Ibis war, glaube ich, zu schwer oder so. Deeplands waren wir, glaube ich, auch schon. Ich müsste mir das mal aufschreiben, wo wir schon überall waren. Das ist echt schlimm. Oh, lol. Da guckt mich einfach so ein Viech an. Ist ja krass. So, das war das eine, was ich mal machen wollte, dass wir das so ein bisschen sortieren. Ich wollte nämlich mal eine extra Kiste anlegen, wo wir wirklich nur so Ramstone-Krams drin haben. Auch wenn das hier eigentlich nur so eine Nevermind-Kiste ist, aber, ne? Nochmal eine extra Kiste, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Und, wo wir gerade dabei sind, hier neue Kisten zu erstellen und so, mir wurde ein Kommentar geschrieben. Ja, soll auch mal vorkommen, ne? Ich mache die jetzt einfach mal mit hier oben hin. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir demnächst mal wieder in die andere Dimension gehen. Eigentlich, Moment, woraus wird nochmal hier? So. Nee, warte kurz. Blueprint, wie hieß denn das Teil nochmal? Portal Structure Blueprint. Instant Teleporter Blueprint. Welcher war denn das nochmal? War das der hier oder der hier? Ach, den da kann man gar nicht craften, diesen Portal Structure Blueprint. Okay. Wir brauchen nämlich Amethyst und Diamanten und jetzt haben wir ja wieder Diamanten. Dann könnten wir eigentlich anfangen, uns so langsam da hinten. Oh, da ist ein Baum. Hallo, Baum. Miep. Ne, hier hinten? Da. Dass wir hier den Wald so ein bisschen abroden. Und dann da unsere ganzen Portale hinstellen. Das wäre so das, was ich jetzt machen würde. In den nächsten Folgen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort, aber ne, nur, dass ihr schon mal so wisst, dass ich für die Zukunft plane. Ich habe extra so ein bisschen gewartet, weil einfach die Dimensionen waren einfach viel zu schwierig. Wir haben so, ne? Wir sind da reingegangen und sind sofort gestorben. Und das bei einer Dimension, die mit Kleunen, die mit Clowns bewohnt ist, also die von Clowns bewohnt wird, ja? So eine Friede, Freude, Eierkuchen-Dimension, da werden wir getötet. Das war doch, glaube ich, sogar eine einfache, also mit der Schwierigkeitsstufe einfach, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war halt schon echt nicht schön. Da hat das keinen Spaß gemacht. Und deswegen, jetzt haben wir ja so ein bisschen Rüstung gesammelt und so, wo bei mir auffällt, dass unser Kopf schon wieder kaputt ist. Aber wir haben so ein bisschen Rüstung gesammelt, die können wir jetzt auch gescheit verzaubern. Also ne, erstmal werde ich das Schwert reparieren, aber dann können wir die auch verzaubern, unsere Rüstung. Und dann sollten wir ja mal so ein bisschen was auf dem Kasten haben, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen sammle ich hier mal kurz die ganzen Level ein. So, ja, also dann sollten wir auch mal die Chance haben, überhaupt uns die anderen Dimensionen anzugucken. So. Das ist so das, worauf ich gewartet habe. Aber ich habe gesagt, mir wurde ein Kommentar geschrieben. Den habe ich schon wieder komplett vergessen. Und zwar hat Florian geschrieben. Und weil es mir so auffällt, weil er halt irgendwas vorher geschrieben hat, keine Ahnung, bla. Verschönere mal dein Haus. Ich habe ja gesagt, dass ich das Haus nicht... Dass ich nicht so einen großen Wert jetzt aufs Haus lege. Und an sich stimmt es doch immer noch. Aber ich habe mir so gedacht, yo, eigentlich hat er gar nicht mal so Unrecht. So ein bisschen ranzig sieht das ja hier schon aus. Deswegen so ein bisschen schöner würden wir das eventuell jetzt gleich mal bauen. Das würde ich jetzt machen, einfach weil
es wird halt hier drinnen immer voller. Und wenn wir dann in andere Dimensionen gehen, dann brauchen wir noch massig viel mehr Platz, um Sachen einzulagern. Und da wäre so ein gescheites Haus schon mal nicht so schlecht, ne? So. Und damit würde ich jetzt erstmal anfangen. Einfach da, ne? Ne, damit ihr so, ne? Ne, und so. Wenn ihr Ideen habt, wie ich das Haus bauen kann, dann könnt ihr mir das natürlich auch sagen. Es ist natürlich scheiße, dass ich hier die Doppelkisten habe. Die Doppelkisten sind immer so ein bisschen schwierig zu transportieren. Wir haben ja hier Chest Transporters. Damit können wir die Kisten durch die Gegend tragen. Moment, das teste ich mal kurz aus. Mit der Essenkiste. Meh. So, ne? Können wir hier durch die Gegend tragen und dann bläh. So, okay. Man kriegt dadurch ein bisschen Hunger und so, aber ist ja nicht weiter schlimm. Müssen wir mal. Achso. Ich bin ja auch dumm. Ich wollte die Kiste öffnen. Müssen wir nochmal gucken. Weil die werden natürlich so ein bisschen abgenutzt, dass wir uns vielleicht mal. Ich weiß nicht, ob einer aus Gold länger hält als einer aus Eisen. Ansonsten können wir aus Diamant. Obwohl, wir haben so viel Eisen. Scheiß drauf. Auf jeden Fall könnten wir dann die ganzen Kisten irgendwo hin transportieren. Ich werde hier erstmal wieder die ganzen Öfen abbauen. Dass wir uns irgendwie so ein. Ja, ein etwas größeres Haus bauen und dann auch mal so einen zentralen Platz machen, wo wir Sachen brennen. Das wäre so der erste Schritt. Das da oben nehme ich natürlich auch wieder mit. Das da oben nehme ich natürlich auch wieder mit. Aha, okay. Mit Spitzhacke also abbauen. Interessant. Mending Table haben wir jetzt auch nicht weiter benutzt. Müssen wir mal gucken, ne, wo wir das alles hinstellen. Und dann würde ich hier nämlich einfach mal einen Keller bauen. Wir haben ja hier unten drunter die Höhle. Da können wir das ja eigentlich ganz gut anschließen. Dass wir hier so einen Blick nach draußen haben oder so. Warum sind denn da unten schon wieder Monster? Boah, Junge. Nee, aber dann würde ich einfach mal so nach unten bauen. Und dann mal gucken, was passiert. Und was wir natürlich auch machen müssen. Mal unser Haus gescheit machen. Warte mal, haben wir hier noch ein bisschen Holz? Ein bisschen Holz haben wir noch. Nehmen wir lieber hier Schwarzeiche. Das war so ein bisschen schön machen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so. Ist jetzt die Frage, lassen wir das Ding hier draußen stehen? Eigentlich können wir das ja draußen stehen lassen, oder? Gucken wir mal. Ich glaube, ich mache da so ein Carport drüber oder so. Ein Carport für ein Bücherregal. Läuft bei mir. Wir haben auch ein Carport im Garten. Ja, im Garten. Nicht für Autos oder so, sondern für Holz. Dafür haben wir ein Carport im Garten. So. Also das hätten wir schon mal, ne? Jetzt sieht unser Haus nicht mehr so. Sieht total hässlich aus. Ein Dach müssten wir auch drauf machen. Aber ich habe mir noch nicht überlegt, ob ich da jetzt irgendwie mal. Ne? Und so. Und deswegen lassen wir das erstmal. So, hier mache ich jetzt erstmal einen Abgang. Hört sich auch gut an. Ich mache einen Abgang. Ja, ich habe mir halt einfach so überlegt, wir können ja das Haus so klein halten. Dass wir sagen, yo, wir haben hier ein kleines süßes Haus und dann gehen wir so in den Keller und bah. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte ja das Haus nicht so krass machen, deswegen, damit ich auch mein Versprechen nachkomme, sage ich mal, mache ich das jetzt auch nicht so krass, sondern ich mache halt eher einen Keller, weil ich an sich so Häuser auch cool finde. Halt nicht, dass die jetzt so immer so Luxusvilla-mäßig aussehen, sondern dass die auch mal so ein bisschen dezent sind und so. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Hallo. So. Müssen wir natürlich gucken, wie wir das machen. Okay, die Höhle ist jetzt doch nicht so groß wie erwartet. Müssen wir vielleicht noch. Oh, hi. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausheben oder so. Huch, das wollte ich nicht. Das war jetzt zu viel. Achso, und. Obwohl, wir könnten eigentlich auch mal einen Boden hier reinmachen. Ist nur die Frage, was für ein Boden? Steinboden oder Holzboden? Holzboden würde mir, glaube ich, gerade passen. Machen wir hier Holzboden rein. Ich entscheide das jetzt alles ganz spontan. Wie gesagt, ich will hier nicht viel Zeit mit dem Haus verschwenden, aber so ein bisschen was kann man ja mal machen. Und wobei, es ist ja auch, die Zeit ist ja auch nicht verschwendet. Also so kann man das jetzt ja auch nicht sagen. Ne? An sich ist die Zeit ja sinnvoll genutzt, nur halt
Ja. Ne, ihr wisst, wie ich das meine. Und da ist es wieder, dieses, ihr wisst schon, was ich meine. So, klatschen wir hier einfach mal so ein bisschen Holz hin. Damit wir auch, ne, Holz haben und so. Ich will mein Holz, sage ich dazu nur. Ups, das wollte ich nicht. So, und dann die Tür setzen wir direkt wieder hin, damit hier nichts reinkommt. Was zickt denn mein PC hier jetzt wieder rum? Dem wird schon wieder zu warm. Wenn der zu warm wird, dann hat der immer irgendwelche Macken. Ich weiß auch nicht. Dann piept der immer vor sich hin. Und meint so, ich brauche Klimaanlage. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Klimaanlage. Habt ihr das auch? Also ich weiß nicht, dass die PCs sich irgendwann beschweren, ist ja klar. Aber ich meine so bei... Ja, okay, es ist jetzt Sommer. In meinem Zimmer sind es jetzt gerade 25 Grad. Das war schon mal schlimmer. Aber, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass er sich da immer beschwert und irgendwie ein bisschen nervig. Ich fände es schön, wenn der einfach mal die Schnauze halten würde. So. Bitte. Ich höre doch schon wieder Schritte. Vielleicht kommt da bestimmt wieder irgendwas. Irgendein Vieh, was mir so richtig hart auf die Eier geht. Wie man das halt so kennt hier, aus Nevermind. No. Ja komm, machen wir das hier hin, so. Und hier heben wir den Rest dann aus irgendwie. Das war wirklich halt so eine etwas größere Höhle haben. Muss ich noch gucken, wie ich das mache. Aber ich wollte das schon irgendwie hier in die Höhle bauen. Also ich wollte das jetzt nicht so komplett... so einen eckigen Kasten ausheben, sondern halt so ein bisschen an die Landschaft angepasst und so. Finde ich irgendwie schöner. Gerade weil es Nevermind ist und Nevermind ja schon relativ naturverbunden ist, sag ich mal. So, warum kommt jetzt keine Musik mehr? Was soll denn das? Huch. Ich muss auch gucken, was wir hier für Boden nehmen. Oder ob wir einfach so den Boden so nehmen, wie er kommt, oder so? Ich weiß es noch nicht. Hier die Ecke nehme ich, glaube ich, einfach raus. Also, dass wir hier einfach mal so gerade durchgraben, irgendwie so. Vielleicht hier mal zwei. Ach so, genau, perfekt. Genau so, wie ich das wollte. Huch, da hat's gerade geruckelt. Und dann nehmen wir das ganze Ding hier nämlich raus. Dann haben wir hier doch... Also dann haben wir hier einen etwas größeren Keller und... ne? So. Und wie gesagt, wir werden jetzt die nächsten Folgen mal gucken, wenn jetzt alles so, ne, eingerichtet ist und so weiter und so fort. Dann werde ich mich auf jeden Fall mal auf die Suche machen, so nach, ja, was heißt auf die Suche machen? Ich werde mal gucken, wo wir die ganzen Portale dann hinstellen. Und dann werden wir wirklich für jeden einzelnen Realmstone ein Portal errichten. Das ist ja so mein Ziel. Dass wir einfach so fröhlich durch die Dimensionen hindurch hüpfen können, wie wir gerade lustig sind. Das wäre ganz nice. Was ist denn hier eigentlich? Das geht immer gar nicht. Geh mal weg da. So. Gehen wir das her. So. Was kommen wir jetzt dahin? Wir brauchen unbedingt mehr Fackeln. Ich würde gerne auch hier bei Nacht was drin... Ja, genau, bei Nacht was in der Höhle sehen. Ne, ich meine, ich würde auch gerne hier mit Shader was in der Höhle sehen. Das wäre ganz cool. So. Kleben wir hier einfach überall Fackeln in die Ecken. Damit das alles schön ist. Die Fackel hier machen wir auch weg. Und hier müssen wir gucken, was wir machen, ob wir da... Hier oben so ein Glasdach rein wäre doch nice, oder? Nur so viel zum Thema Naturverbundenheit und so. Von wegen, dass ich nicht zu neumodische Sachen benutzen will und dann mache ich einfach ein Glasdach. Läuft bei mir. So. Ich würde sagen, hier haben wir doch schon mal einen Ort gefunden, wo wir unsere ganzen Öfen irgendwie unterbringen können. Ich bastle jetzt einfach mit hier in die Wand rein. Hm.
Okay, wir brauchen mehr Öfen. Düdüm. Wir haben doch, glaube ich, noch mehr Öfen, oder nicht? Ach nee, haben wir gar nicht. Okay, komm. 8 Stück sollten erstmal reichen. Dann haben wir hier hinten nämlich so eine Ecke, wo wir so, ne, unsere Öfen haben. Die Fackel kommt mal dahin. Und hier oben mache ich mal eine hin. So. Und den Rest können wir irgendwie mit Kisten auskleiden. Achso, und hier wollte ich ja, hier habe ich ja auch schon aufgerissen. Da wollte ich ja auch was reinmachen. Da mache ich jetzt einfach mal Cobblestone hin. So, dann haben wir so einen Übergang so zwischen Haus und... Wobei, man könnte auch Steinziegeln machen. Damit man ja, keine Ahnung, dass man wie so ein Fundament sieht unter dem Haus. Wobei, das ist so, passt es natürlich auch besser zur Treppe, also. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ja, komm, das passt so. Obwohl, hier könnten wir sogar Holz hinmachen.